Jungs, was geht ab? Herzlich willkommen back zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, was geht ab? 16 Minuten ist es her, da kam die neue Pierre-Emerick Aubameyang SBC. Ich hoffe, ihr habt schön investiert. Nein, ich meine, wenn ihr viele Spieler im Verein habt, könnt ihr die auch so lösen. Ich werde euch heute ganz schnell, wie ohne Loyalität und ohne Positionswechsel diese SBC hier abschließen könnt, vorstellen. Und zwar habe ich hier diese SBC folgendermaßen abgeschlossen. Wir haben hier Nolito, Hernandez, Ceballos, Geis, Pizarro, Bernat, Navarro, Lemon und diesen Typ da und noch Neto im Tor. Ich glaube, das müsste ohne Loyalität funktionieren, weil wir hier eine 96er Chemie haben. Ich habe das dann ganz ein bisschen umgestellt, damit ich es abschicken kann, einfach so. Ja, und dass wir das mit der Loyalität, ich habe ein bisschen Loyalität halt eben auf den Spielern drauf gehabt. Aber so könnt ihr die DSPC, wie ich sie davor vorgestellt habe, definitiv auch ohne Loyalität machen. Und hier bekommt ihr ein seltenes Goldset dafür. Gehen wir rein in die Arsenal SPC und hier könnt ihr das Ganze, wie ihr seht, mit 100 Chemie habe ich das jetzt gelöst, könnt ihr das ohne Loyalität machen. Ihr seht hier, die haben beide nicht keine Loyalität, also kriegt ihr das hin. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Ihr müsst einfach hier eine Liga einbauen mit starken Links. Hier reicht es, wenn ihr am besten Premier League macht, aus einem Verein könnt ihr drei nehmen oder eben drei Engländer. Und hier rechts noch eine andere Liga, wo ihr drei verschiedene Ligen einbaut. Ich habe jetzt die zweite Bundesliga, die La Liga Santander eingebaut und die Bundesliga mit einem grünen Link. Dann ist der Torwart auf volle Chemie und so bekommt ihr ein sozusagen perfektes Team hin. Ich würde sagen, wir labern nicht ganz lang rum. Ich weiß nicht, ich kann euch kurz die Spielernamen sagen, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie euch hier kurz anschauen und pausieren, falls ihr die Namen braucht. Trotz davon gestern habe ich nicht hochgeladen, weil ich einfach zu spät dran war. Und deshalb werden wir jetzt die Packs von Costa auch noch schnell aufmachen. Ich denke, ja, wer Bock auf ein kleines Pack-Opening hat, bleibt dran. Und das ist ganz wichtig, durch die SBCs bekommt ihr immer Spieler mit Loyalität, die ihr dann direkt für die nächsten SBCs einlösen könnt. Das waren noch zwei Gratis-Goldsets, keine Ahnung woher. Die brauchen wir nicht, aber auch hier gibt es wieder Spieler. Und jetzt kommen wir schon zu den Packs von Aubameyang bzw. Diego Costa. Und wir haben erstmal einen Schlitz, heftig. Oh mein Gott. Es ist direkt mal ein 85er Vertongen. Jungs, so startet man in den Pack-Opening, würde ich sagen. So startet man tatsächlich in den Pack-Opening. Ich dachte gerade irgendwie so, jetzt kommt bestimmt Hazard oder was weiß ich. Und ein Hunter auch noch drin. Das ist ein heftiges Pack zum Start hier. Vertong 85er nehmen wir definitiv mit. Und wir machen weiter mit dem 15K-Set. Auch hier haben wir wieder einen Schlitz. So muss es sein. Holland. Okay, das droht man 84er. Der ist aber auch nicht schlecht. Also 84er Rating nehmen wir aus einem 15K-Set definitiv mit. Dadurch definitiv schon schlechtere 15K-Set. Ja, sonst ist nichts mehr drin. Und ich würde euch sagen, nehmt jetzt die Goldspiele alle auf die Transferliste und verkauft sie, weil sie eventuell was wert sein könnten. Was haben wir hier noch? Was ist das denn für ein Set? Gemischte Premium-Spieler-Set, keine Ahnung. Ja, auch kein nichts drin. Was ist das denn, ey? Da muss man sich erstmal hier genau durchlesen, was da eigentlich drin ist. Aber wir nehmen die alle mit. Kann man definitiv alle irgendwann für SBCs brauchen. Goldspieler-Set nehmen wir noch mit. Ja, wie gesagt, das ging eigentlich jetzt hier nur um die SBC, die ich euch vorstelle, und ein kleines Pack-Opening. Deshalb überspringen wir hier auch die Packs, die nichts sind. Aber die Spieler könnt ihr alle verwenden. Das heißt, ihr könnt eigentlich gar keinen Verlust mit der SBC machen. Und das ist echt genial. Also ich mag das echt, wenn EA solche SBCs raushaut. Seltenes Gold-Set, vielleicht nochmal ein etwas größeres hier. Uiuiuiui. Okay, doch nicht. Ja, aber die nehmen wir auch alle einfach mit. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Set, das Abschiedsset, Premium Goldspieler Set 25K-Set. Let's go, vielleicht nochmal. Ja. Okay, kein Schlitz zum Abschluss. Ja, wir haben Vertong gezogen. Und noch ein 84er Strohmann. Das ist okay. Ja, was soll man dazu sagen? Die ganzen Spieler sind auch definitiv noch ein bisschen was wert. Die nehmen wir alle in den Verein.
und schauen, ob vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr wert ist. Ansonsten war es das hier von mir. Ich hoffe, ihr könnt die SBCs billig nachbauen. Wie gesagt, ohne Loyalität, ohne Positionswechsel. Wenn ihr die SBCs die nächsten Tage auch sehen wollt, oder von mir aus auch die Weekend League Belohnung, oder vielleicht soll ich auch die Top-Partien machen, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Macht's gut, weiterhin viel Packluck an euch alle natürlich. Macht's gut, haut rein und ciao.